Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es mal ein Mail Day. Und zwar hier von Johnny Kupke. Der hat mir zwei Päckchen zugeschickt und das voller Karten. Also er hat mir seine doppelten Karten zugeschickt. Ja, also das wird ein, ja, vielleicht ein bisschen längeres Video. Also holt euch Popcorn, holt euch was zu trinken und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder und bis gleich. So. Ja, der Johnny Kupke hat auch einen YouTube-Kanal natürlich und er heißt da Kartensammler 12. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, könnt ihr es gerne tun. Lasst dort einen Gruß da und ein Abo, wenn ihr wollt. Ja, ich denke mal, wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Päckchen, wo er mir zugeschickt hat. Das war nämlich dieses hier. Das hier kam erst danach. Ja, also legen wir das hier erstmal zur Seite. Ich muss mal gucken, wohin eigentlich. Ich habe hier gar keinen Platz richtig. Ich leg's mal hier. So, einen Augenblick. So, man sieht zwar noch ein bisschen, aber egal. So, wir starten mit dem ersten Paket und wir öffnen es mal. Ich habe schon geöffnet, um mal reinzuschauen. So, und ihr seht schon, ja, das seht ihr. Eieiei, da ist einiges drin. Das hier habe ich noch gar nicht geöffnet. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Hier auch nicht. Und hier ist noch so eins. So. Und dann, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Also, und davon zwei Päckchen. Also, jo. Ich glaube, ich nehme mal erst alles raus. Das wäre vielleicht das Beste. Eins, zwei Stapel. Ich glaube, ich bekomme noch nicht mal alles hier hin. Das ist viel zu viel. Also falls ihr mir auch was zuschicken wollt, ich werde euch mal hier, oder ne, da, wo bin ich, wo ist denn meine Hand? Irgendwo da, was weiß ich, da. So. Irgendwo da werde ich das, mein Postfach, seht ihr dann. Aber bitte keine Päckchen dahin schicken. Nur Briefe, Großbriefe. Und es gibt auch, glaube ich, so kleine Päckchen, aber nicht so große wie hier die. Die hat er mir einfach zu mir nach Hause geschickt. Also, ich gebe ungern meine Adresse raus. Ja, jetzt muss ich erstmal hier stapeln. Also, das ist schon echt extrem, das hier. Also, wenn das seine alle Doppelten sind, das ist dann schon mega. So. Jetzt schauen wir mal. Sortiert ist da natürlich gar nichts. Also hier seht ihr schon mal 3, 6, 5 Karten. Dann sind hier, was sind das hier nochmal gewesen? Das sind Euro, ne, FIFA World Cup Brasilien. Ach du Scheiße. Das war schon ewig her. So, das sind eigentlich alles von 3, 6, 5. Dann haben wir hier noch Lego Nexo Knight haben wir hier auch noch. Muss ich auch mal hier so. Und alle eigentlich noch recht in einem guten Zustand. Also mein Respekt. Also anscheinend geht er auch damit gut um. So, dann hier Match Attacks. Ich glaube 17, 18. Da hat er irgendwie noch eine Schutzhülle hier. So, erstmal alles ein bisschen sortieren. Also alles durchgehen kann ich hier gar nicht. Also alle Karten euch zeigen, das wäre viel zu lange. Ich will jetzt nur mal kurz gucken hier. Zack, zack. Alles ein bisschen auf die Schnelle hier. Ui, da ist sogar die Minions. Cool. Die wollte ich eigentlich auch mal sammeln. Vielleicht mache ich das noch. Ich liebe die Minions. So, hier sind noch Minions. Da.
Zack, zack, zack. Hier sind nochmal diese hier. Minions. Minions sind cool. Wer von euch auch Minions mag, der kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Jo. Hier. Das ist von der letzten Saison gewesen. Ja. Dann haben wir hier noch Lego Star Wars. Von der ersten Serie, glaube ich. Dann haben wir hier nochmal FIFA 365. Oh, was haben wir hier? Schauen wir mal gleich. Kenne ich gar nicht. Also davon gehört habe ich schon. Zack, zack. Was war das hier? Skylanders. Wer kennt von euch Skylanders? Also mir sagt das hier jetzt vom Namen her ja, aber ich kann damit nichts anfangen. So, Lego Nexon Knights. Was haben wir hier? Star Wars. Eine Star Wars Karte. Wer ist denn das hier eigentlich? Erso. Sagt mir nix. Ich denke mal, Julian wüsste das jetzt von Unboxing and Play. So, dann schauen wir mal weiter hier. Match Attacks. Alles Match Attacks. Da. Dann haben wir hier noch Champions League. Von der letzten Saison. Nochmal Match Attacks. Dann haben wir hier nochmal Lego Nexon Knights. Dann haben wir hier nochmal 365. Dann haben wir hier nochmal die Minions. Was haben wir hier? Was haben wir hier? 2015-16. Die sehen auch noch super aus. Also keine Knicke drin und gar nichts. Echt top. So. Das hier müsste auch wieder Match Attacks sein. Jo. Andersrum. Was haben wir hier? Das ist von letzten Saison. Oh, sogar Prism. Er hat mir Prism hier reingelegt. Lol. Die hat er alle in so Schutzhöhlen reingemacht. Oh, hier. Diego Costa. Blasil. Dann haben wir hier Cech. Die kann man ruhig mal zeigen hier, weil... Oh, hier, Jan Vertonghen, weil das eigentlich richtig Premium-Karten eigentlich sind. Axel Witzel. Dann haben wir Paco Alcázar. Also, dass er mir so welche hier zuschickt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die habe ich gar nicht gesehen. Ladislav Krejci oder, boah, keine Ahnung. Krejci. Sergio Ramos. Rambo Ramos. Dann haben wir David Lafata. Dann haben wir hier Loris. Dann haben wir hier Kabay. Oder keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Patrice Evra. Spielt er überhaupt noch? Ich glaube, der spielt, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Casillas. Und da haben wir noch Fellaini. Also, das sind schon echt geile Karten. Dankeschön schon mal. Also, ob ich das zweite Päckchen heute noch packe, vielleicht mache ich auch nur zwei Videos. Wenn nicht, kommt das andere ein anderes Mal. Hier haben wir nochmal Minions, weil das ist schon ziemlich zu viel für ein Video. Und ihr seht schon, wie lange ich hier dran bin. So, was war das hier noch? Das, glaube ich, gehört, glaube ich, auch noch hier dazu, so ein Puzzleteil. So, dann kommt hier das nächste. Eieiei. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das machen? So, hier haben wir nochmal Match Attacks. Match Attacks. Dann haben wir hier FIFA 365. Match Attacks. Champions League von... Ich komme jetzt nicht drauf, von welcher Saison das hier ist. Keine Ahnung. Kann ich alles wissen. Oh, wer ist denn hier das? Oh, Bayern München Logo.
Das hier sind von 15, 16. Da hatte ich ja eben auch irgendwo was gehabt. Ach, da oben. Da oben. Hier. Oh ja. Oh, das ist auch schön. Schöne Karte. Mit den Bällen hier. 12, 13. Das ist ja wieder eine neue Serie. Was haben wir hier? Oh, wieder Minions. Dann haben wir hier wieder Magic Attacks. Boah. Was haben wir hier? Ah, wieder von denen hier. Brasilien. Hier haben wir wieder Magic Attacks. Oh, verschiedene. Dann haben wir hier wieder Lego Nexon Knights. FIFA 365. Oh, oh. Hier haben wir wieder Premium-Karten. Fletcher. Das sind hier auch von Tops. Nicht schlecht. Oh, hier. Wer ist das hier? Andrew Robertson. Andrew Robertson. Dann haben wir hier noch Wickham. Hier hätten wir noch Jenkinson. Ja. Hier haben wir dann nochmal FIFA 365. Seht ihr? Nochmal Match Attacks. Was haben wir hier? Teenie. Violetta. Hast du sowas gesammelt? Violetta. Naja, okay. Ich hoffe, dass da nicht so viel dabei ist. Ist ja noch mehr dabei. Okay. Das ist nicht so toll. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Keine Ahnung. So. Haben wir nochmal Champions League? Haben wir hier nochmal Slam Attacks? Ich glaube, da hatten wir noch gar nichts. Slam Attacks, oder? Nee. Machen wir mal hier hin. Ich weiß nicht. Da ist schon wieder eine neue Serie hier. Das hat auch Champions League. Eieiei. Ich weiß gar nicht mal wohin. Eieiei. So. Und nochmal. Ich glaube, das hier ist Lego Nexon Knights. Schon wieder Violetta. So, weiter geht's. Hier haben wir nochmal Lego Star Wars. Die Serie habe ich, glaube ich, noch gar nicht voll. Ja. Am besten so rum. Dann sehe ich auch. Hier haben wir wieder Lego Nexon Knights. Hier haben wir Champions League. Hier haben wir Match Attacks. Lego Star Wars. Match Attacks. FIFA 365. Oh. Okay, die sieht hier jetzt nicht mehr so toll aus. Aber egal. Wer ist denn das? Ah, Rudi! Mr. Kolle. Hier ist Rudi. ja, habe ich auch noch nicht hier. Oh, das gibt gar kein Ende. Zack. Zack. Ich hätte die, glaube ich, vorher irgendwie sortieren sollen, aber das hätte ja auch ewig gedauert. Und ihr wärt nicht überrascht gewesen. Dann hätte ich ja schon alles sortiert gehabt und so. Zack. Bundesliga, welche waren das? 15, 16. Ich weiß nicht, ob die da oben dazugehören. So, zack. Ne, hier hin. Wo waren die hier? Ah, hier. Meine Güte. Also, die hier sehen jetzt nicht mehr so toll aus. Diese hier. Die Serie hier. Ich weiß jetzt nicht, welche das ist. Weil ich habe erst später angefangen zu sammeln. Ich glaube, umso älter die Serien sind, umso schlechter sehen sie aus. Kann das sein? So, Magic Attacks. So, das Video geht jetzt schon eine Viertelstunde. Und ich bin nur am Sortieren. Yep. Eieieiei. Und ich habe immer noch 4 Stapel hier liegen. Also, wenn ihr mir was zuschicken wollt, ihr müsst mir nicht so viel zuschicken. Also am Anfang, wo ich das angefangen habe mit den Mail Days, kam mir sowieso
immer ein bisschen mehr und jetzt haben wir gar keine mehr was zugeschickt. Und jetzt kommt hier Johnny Kupke. Ja, die sieht auch nicht mehr so toll aus. Also die, wo nicht mehr so toll aussehen, die werde ich eh wegschmeißen. Also ihr müsst mir nicht so viel zuschicken wie hier. Also das ist schon extremo. Aber ich bedanke mich bei ihm natürlich. Ich war echt überwältigt, wie ich das Paket aufgemacht habe. Beide hier. Also ich denke mal, das zweite werde ich extra machen, weil ihr seht ja, wie lange das dauert. Und das ist noch schlimmer. Also muss ich noch mehr sortieren, weil da alles durcheinander ist durch den Transport. Ja. Also der junge Mann, der wartet schon lange auf das Video hier. Ich war aber echt irgendwie, ich hatte irgendwie keine Lust auf Videos zu machen. Tut mir auch echt leid für die ganzen Abonnenten. Also ja, ich wollte eigentlich heute noch ein Orakel bringen, aber leider bei FIFA 20 gibt es leider kein Roter Stern Belgrad. Also ich habe keins gefunden. Falls ich da falsch liege, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wo sind die denn her? Ich glaube, ja, kommen wir auch mal hier dazu, zu dem anderen. Ich glaube, die gehören zu der Serie hier. Oh. So, und ich bin immer noch nicht fertig. So, hier ist, glaube ich, nochmal ein Logo. Zack. Wen haben wir hier? Saido Berahino. Auch wieder so eine dicke Karte hier. Wo waren die denn? Hab ich die? Ah, hier. Jo. Zack. 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 Du. Am besten mache ich mal Fahrstuhlmusik rein. Nein, Quatsch. Also ich werde wahrscheinlich jetzt sehr viele doppelt haben, weil ich ja manche Serien schon fast komplett habe. Fast. Vielleicht werde ich sogar jetzt voll bekommen durch ihn. Das könnte vielleicht auch sein. Oh hier, lauter Slam-Attacks. Das würde hier jetzt Dings gefallen. Kolle oder Julian. Hier haben wir Ladder, hier haben wir Tom Phillips, hier haben wir Tucker Knight, hier haben wir Tony Nese oder wie der ausgesprochen wird. The Godfather, Rap, keine Ahnung wie der ausgesprochen wird. The Rock, Sting, dann haben wir hier NXT Championship, dann haben wir hier Connor. Seht ihr das überhaupt? Ich tue hier einfach Namen vorlesen und Mike Romy. Dann haben wir hier noch AJ Styles. Und hier haben wir nochmal WWE Cruiserweight Championship. Ja, Slam Attacks ist ja eigentlich jetzt nicht so mein Fach. Da ist Julian und Kolle eher ein bisschen besser drin. Hier haben wir nochmal ein Logo. Was haben wir hier dann? Oh, Lukaku. Romelu Lukaku. Also Prism habe ich eigentlich noch nie in eine Box ausgepackt, weil mir die einfach so teuer sind. Und ich bezahle mir ja alles selbst. Also ich kaufe mir alles selbst. Was ist das denn hier? Yokio. Ah ja. Also Yokio kam bei mir auch noch nie. Ich weiß nicht, ob wer von euch hier Yu-Gi-Oh! Fan ist. So, was haben wir hier? Ach, schon wieder eine neue Serie. Eieiei. Die mache ich jetzt mal hier auf den Karton. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch noch dazugehören hier. Ich denke mal schon. Dann haben wir hier Champions League Karten. Ich denke mal, die ist von letzter Saison. Ja. Ups. So. Ja.
Also das ist schon sehr, sehr viel. Oh, hier haben wir wieder sehr gute Karten. Die sind auch noch in einem sehr guten Zustand. Hier haben wir Rotwell. Gehören die jetzt hier dazu? Ich weiß gar nicht. Ja, ich mache sie einfach mal hier dazu. Hier haben wir Johnson. Hier haben wir Catamole. Hier haben wir Bradley Guzan. Also das sind echt gute Karten hier. Hier haben wir Jordan Mutch. Oder, jo. Ich denke mal, der wird schon Mutch ausgesprochen. So, da haben wir hier wieder Match Attacks. Eieiei. Die Stapel werden immer größer. Haben wir hier wieder FIFA 365. Match Attacks. Dann haben wir hier FIFA 365. Oh, das hier ist doch wieder eine andere, oder? Ich glaube, das ist eine andere Serie. Ne, ist die gleiche. Manchmal kommt. Hat ein bisschen anders da ausgesehen. FIFA 365. Oh, Dragon Balls. Naja, Dragon Balls. Ja, ich bin mal gespannt, was hier in denen drin ist. Da warte ich bis zum Schluss. So, hier haben wir nochmal Brasil. Haben wir hier nochmal Match Attacks. Hier ist auch nochmal Match Attacks. Also die. Ich weiß nicht, warum er die hier in eine Hülle gemacht hat. Also in so ein Sleeve. Zack, weg. So. Ah, ich weiß nicht mehr, wo waren die? Ich glaube hier dazu. Ich glaube ja. So, Match Attacks. Brasil. Ich glaube, Brasil habe ich gar nicht gesammelt. Ich kam ja erst später dazu. Ich glaube, 2017 oder so habe ich wieder angefangen, wie ich mit meinem Kanal hier angefangen habe. Also mit Videos habe ich erst wieder angefangen zu sammeln. Ja, und seitdem ist mein Schrank immer voller geworden. Oh, hier haben wir nochmal Star Wars. Star Wars, das ist wieder eine neue Serie. Die machen wir mal hier auf die Seite. Hier haben wir nochmal die Viper-Serie. Dann haben wir Match Attacks. Dann haben wir nochmal 15, 16. FIFA 365. Oh, hier Slam Attacks. Ja, keine Ahnung. Ich mach die mal hier auf den Haufen bei den anderen Slam Attacks. Dann haben wir hier nochmal Yokio. Keine Ahnung. Yokio kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Aber ich denke mal, die meisten von euch kennen sich bestimmt aus. So, Slam Attacks. Nochmal Slam Attacks. Und hier Yokio. Oh, hier sind sogar ein paar Stück, wo Hologramme sind oder so. Also ich kenne mich da gar nicht aus. Also die sind hier so, alles ist sogar doppelt. Ja. Weil das hier so hologrammmäßig und das hier ist ganz normal. So. FIFA 365. Lego Star Wars. Das da auch. Dann hier Brasilien. FIFA 365, Brasilien. Und hier schon wieder die Viper-Serie. Oh, was ist das? Ah, Hero Tags. Hier haben wir Thora und hier haben wir Eric Selvig. Habe ich auch nicht gesammelt. 365, Lego Star Wars. Mach ich auch mal hier dazu. Ich muss die sowieso erstmal alle sortieren nach Zahlen und der ganze Mist und ob sie noch in Ordnung sind.
So. Ah ja, jetzt kommen wahrscheinlich nur noch Match-Attacks hier in dem Stapel. Ne? Doch nicht. Ist ja alles durcheinander. Wahrscheinlich durch... Ich denke mal, er hat sie ordentlich reingelegt in den Kasten und durch den Transport ist dann alles durcheinander gekommen. Ist halt schade. Oh, hier kommen nochmal ein paar Top-Karten. So, wen haben wir denn hier? Dammit. Pole Dammit. Die sind etwas dicker, die Karten. Okore. Joris Okore von Aston Villa. Also die sind schon richtig nice. Gefallen mir. James Ward-Prowse von Southampton. Also der Name sagt mir überhaupt nichts. Hier haben wir Mark Munisa von Stoke City. Also manche Namen sagen mir hier echt gar nichts. Magitecs. Also Magitecs sind sehr viel. Ups. Ups. Falsch. Falscher Stapel. Warum sagt der mir nichts? Kappa. Eieiei. Der kommt noch hier hin. Zack, zack. Seht ihr überhaupt was? So. Alter Falter. Das ist schon extrem. Also ich mache doch lieber zwei Videos. Ich wollte alles in einem Video machen, aber ihr seht ja, das ist einfach zu viel. Und danach muss ich die alle mit Gummis festmachen, dass die mir nicht nochmal durcheinander kommen. Und nochmal den Kasten legen, weil ich krieg ja nicht alles so schnell sortiert und alles. Aber ich hab's bald, ich hab's bald. Ich bin mal gespannt, was in den anderen hier drin ist. Ich denke mal, da ist ein Sticker drin. Oh, hier sind auch nochmal Sticker. Von letzter Saison, 18-19. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau. Zack. Zack. Magitex. Zack, zack, zack. Oh, hier kommen nochmal alte Magitex. Hab ich da. Ne, hab ich schon wieder ein neuer Stapel. Von denen habe ich letztes Mal noch welche aufgemacht. Das ist, glaube ich, 15, 16, das hier. Schade, dass sie das nie draufschreiben. Die machen das nur bunt und das war's. Eieieiei. So, Magitex. Ich könnte fast, glaube ich, eine neue Mappe damit machen, glaube ich. So viel ist das. So. Na gut, die sind jetzt recht sortiert von einer Serie, das ist schon mal gut. Eieieiei. Also wenn ihr die Stapel hier seht, ihr seht ja gar nicht, wie hoch die sind. Ja. So, am Sonntag ist ja der 1. Dezember. Und ich habe ja zwei Adventskalender. Ich will versuchen, jeden Tag ein Türchen zu öffnen. Also ich kann es nicht versprechen, dass ich es schaffe. Aber ein Adventskalender ist von Tops. Und der andere ist ein Bier-Adventskalender. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf YouTube machen darf. Keine Ahnung. Ich werde es sehen beim ersten Türchen. Ob da YouTube irgendwie Mucken macht oder... Weil, wegen, ja, ihr wisst ja, Jugendschutzgesetz und der ganze Mist. Aber ich werde es ja nicht trinken, ich werde es ja nur auspacken und euch zeigen, was für eine Biersorte drin ist. Da sind 24 verschiedene Biersorten drin. Und ja, also... Probieren werde ich es nicht im Video. Ich werde nur das Türchen öffnen, euch zeigen, was drin ist. Das war's.
weil ich muss ja auch aber arbeiten gehen. Wenn ich dann morgens oder so noch ein Bier trinke davor, kann ich nicht mal arbeiten gehen. Kann ich nicht pusten und dann. Und tschüss. Hier haben wir noch Slamatex. Das ist schon. Also der Stapel hier ist am höchsten. Der hier. Also da hat er wahrscheinlich gesammelt wie noch was. Also die wird er wahrscheinlich voll haben. Der Johnny. So, noch ein Stapel. Und dann noch die eingepackten hier. Oh, hier haben wir Bayern München. Ach du Scheiße. Ja, Manuel Neuer. Als Ölgemälde ist er. Oder was ist das? Das sieht aus wie Pitch Kings. Donruss. Donruss Karten. Ah ja, moin. Was haben wir hier für welche? Auch nochmal Donruss. Julio Cesar und Jackson Martinez. Also die kenne ich jetzt auch nicht. Oh, Ibrahimovic und Cavani. Wer ist der andere hier? Peralta. Naja, okay. Oh, Axel Witzel. Wo war denn da noch? Bei. Ah, wie heißt der Verein nochmal? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Eieiei. Hier sind auch wieder so coole Karten. Also ich würde es euch ja gerne alle zeigen. Aber wir sind jetzt schon bei 31 Minuten Aufnahmezeit. Ei, Magitex uralt. Eine rote Serie. Ah, was haben wir hier jetzt noch? Da kommen jetzt noch neue Serien hier dazu. Ah ne, 15, 16, die hatten wir ja schon. Die ist hier. Dann haben wir hier nochmal FIFA 365. Hier haben wir nochmal die Sticker-Serie. FIFA 365. Dann haben wir hier nochmal Match Attacks von der letzten Saison. Eieiei. Ich muss gucken, dass ich hier keine umschmeiße. Aber ich hab's gleich. Oh ne, hier kommt schon wieder so die Viber-Serie. Hier haben wir nochmal Prism-Karten. Nochmal Prism. Match Attacks. Eieieiei. Hier haben wir wieder. Oh, hier Cristiano Ronaldo. Was ist denn das für eine Serie hier? Von Panini Mega Heroes. Oh ja. Also die muss ich ja überzeugen. Hier Cristiano Ronaldo schickt er mir zu. Ja moin. Oh, hier haben wir nochmal Slamatex. Machen wir mal hier hin. So, der fällt mir bald um, der Stapel hier. Da haben wir nochmal FIFA 365. Hier haben wir nochmal Match Attacks. Ah, ja, ja, ja. Hier haben wir nochmal die komische. Ach Gott. Gago. Nee, Roberto. Wo war die denn jetzt? Ach, keine Ahnung. Aber keine Donruss? Nee. Machen wir mal hier hin. Ist da jemand dabei, wo man zeigen könnte? Naja. Bayern, Köln. Eieiei. FIFA 365. Dann haben wir hier nochmal Match Attacks. So, das war's. Jetzt kommen noch einmal hier die geschlossenen. Und die hat er natürlich gut zugemacht. Ah, ich hab's gewusst. Hier kommen nämlich jetzt Dings von der letzten Saison. Da habe ich auch noch ein ganzes Display hier. Habe ich noch gar nicht geöffnet damals. So, was haben wir hier drin? Hier muss ja irgendwas drin sein, was
Was super ist, weil sonst hätte es ja wahrscheinlich nicht extra gemacht. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Ah, die sehen nicht mehr so toll aus, aber... Wen haben wir denn hier? Felipe Melo, Douglas Costa, Simon Mignolet, Daniel Sturridge, Frank, ach Gott, Achampong, keine Ahnung, Kochelny, Elisieu, Halsti, Marquisio, Muslera, ja. Noch so eins hier. Die gleichen, okay. Ah, die sehen nicht mehr so toll aus. Nee. Schade. Ja, das ist, weil die wahrscheinlich schon zu alt sind. 14-15. Von der Champions League. 14-15. Und hier werden wahrscheinlich nochmal Sticker drin sein. Ja. Boah. Okay. Also die hat er auf jeden Fall mal... Warum er die jetzt so und so reingemacht hat. Ja. Sticker von 18-19. Ja. Das war das erste Päckchen von Johnny Kupke. So, wie gesagt, er hat auch einen YouTube-Kanal, da heißt der Kartensammler 12. Schaut mal vorbei und sagt ihm einen Gruß. Lasst ihm vielleicht ein Abo da. Das zweite Video werde ich auch noch aufnehmen, aber das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Ich muss das hier alles sortieren und weglegen und ja. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und falls ihr mir auch was zuschicken wollt, ich habe ja die Adresse eingeblendet. Ja, wenn ich blende, werde ich die unten wieder in meine Video, ja, ihr wisst ja, was ich meine. Ja, seinen Kanal werde ich auch unten verlinken, da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video oder Livestream oder so und bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.